Grüß euch in St. Kulomann. Ich bin der Walinger Florian, bin im vierten Lehrjahr die Schreitechnik und ich möchte euch heute unseren Betrieb zeigen. Kommst mit! Na servus, da fliegen die Spar. Wir sind da jetzt in unserer Handwerkstatt. Neben mir ist mein Kollege, der Dominik, der ist im zweiten Lehrjahr. Dominik, was machst denn du da jetzt eigentlich? Ich habe da ein Brädel aus, das sollte schön gelot werden und im Winkel sein. Das gehört bei uns zu den Grundausbildungen dazu. Und warum bist du eigentlich Tischlermann, Dominik? Mir taugt das Arbeiten mit Holz. Das ist ein genialer Werkstoff, den man mit der Hand bearbeiten kann. Aber auch mit großen Maschinen, wie auf der Plattensäge, den man mit dem Computer steuern kann. Okay, danke Dominik, viel Spaß noch. Und wenn man das Handwerk gut beherrscht, dann kommen so klasse Sachen aus wie der Tisch vom Tobias. Das war eine Projektarbeit von ihm. Tobi, was habt ihr da machen müssen? Ja, wir haben als Projektarbeit eine Aufgabe gekriegt, das Thema Tisch. Und das ist, also ist von der Planung losgegangen bis zur Produktion. Das ist ein gedämpfter Eichentisch. Und ja, wenn man das sieht, da mitten am Einlagefach, das ist ein Stein. Das haben wir uns überlegt für zum Beispiel heiße Töpfe, da man den Tisch nicht verbrennt und da man keine Brandflecken kriegt nicht. Und Tobi, was gefällt dir jetzt an einem Beruf Tischler so gut? Ja, mir gefällt einfach das Kreativsein ganz gut. Man kann sich alles einplanen, man kann kreativ sein, zum Beispiel wie da, wo man was mit Harz ausgießt oder andere Sachen. Man kann einfach viel machen draus und es ist einfach klasse, wo man nachher so ein Ergebnis sieht wie da. Dann Gratulation nochmal zu deinem Tisch, der ist echt super geworden. Danke. Wir sind da jetzt bei unserem Chef, beim Wallinger Georg. Du Georg, Lehrlingsausbildung ist bei uns schon eine lange Tradition, oder? Ja, die Lehrlingsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir bilden uns unsere Lehrlinge alle selber aus. Seit 1958 gibt es den Betrieb und mittlerweile haben wir 36 Lehrlinge ausgebildet. Weil ich schaue arbeite, dass die Lehrlinge die Zukunft haben für unseren Betrieb, dass ich keine Facharbeiter anstellen kann, sondern dass ich arbeite von den Lehrlingen die Mitarbeiter ausholen. Und wieso sollte man genau bei uns eine Lehrlingsausbildung anfangen? Ja, St. Kulomann ist ein kleiner Ort und da bieten wir Jugendliche die Möglichkeit an, dass sie im Ort ein Lehrstück kriegen. Wir haben ein familiäres Betriebsklima, auf das was wir sehr schauen haben. Man kann zum Chef kommen, wenn man Probleme hat. Aber auch wenn man in der Schule im Lernen Schwierigkeiten hat, dann unterstützen wir die Lehrlinge. Wir machen jedes Jahr einen Betriebsausflug. Da fragen wir die Mitarbeiter oft, wo sie einem am liebsten gefallen hat, wo wir hinfahren. Und wenn ein Lehrling Weiterbildungsmöglichkeiten möchte, zum Beispiel eine Lehre mit Matura, dann unterstützt man natürlich da auch. Also ihr seht, wir sind wirklich ein cooler Lehrbetrieb. So, jetzt sind wir am Ende unserer Führung. Ich hoffe, euch hat es alle gefallen. Und wenn ihr irgendwann mal was braucht, wir drei stehen bereit.